Was mit denn? Wie kommen denn die Igel zur Mutti nach Meidling, zu Ihnen? Naja, da gibt es viele Episoden. Da könnte man stundenlang fast darüber reden. Etwas ganz Besonderes war eine Situation, wo ein Tierarzt in Bayern, und zwar an der österreichisch-bayerischen Grenze, also bei Hofkirchen in der Nähe von Braunau, einen Igel, Kinder, und zwar 5 Stück Babys, die ein Bauer auf dem Feld irgendwo gefunden hat, in die Praxis bekommen hat und sich nicht auskannte. Er hat mich dann angerufen und hat gemeint, was er tun soll. Und ich habe halt Verschiedenes erzählt, was er füttern muss, dass er Urin wegnehmen muss und so weiter und so weiter. Und da hat er gemeint, sind Sie mir nicht böse. Ich bin zwar ein Tierarzt, ich kann eine Kuh besamen, ich kann ein Pferd entbinden, aber ich kann keine Igel aufziehen, ich habe keine Ahnung. Helfen Sie mir bitte weiter. Das Schwierige beim Füttern ist das, dass man erstens einmal das richtige Futter zusammenstellt. Es gehört eine Welpenaufzuchtmilch, also und am besten für Hunde. Dann gehört also das Ganze gehört in den Fencheltee angerührt, beziehungsweise eventuell, wenn die Kleinen zu Durchfall neigen, in gekochtem schwarzen Tee. Dann gehört Calcium dazu, und zwar Calcium Carbonicum, nicht Calcium Phosphat, weil das wieder zu schwer wäre, das würde absinken. Also am besten ist, man nimmt das ein Papiertaschentuch, bricht das in die Hälfte, taucht so circa 1 cm in lauwarmes Wasser ein oder in Tee, je nachdem, was man zur Verfügung hat, und zwischen den Beinchen, direkt auf den Geschlechtsteilen, ganz schnell hin und her fahren. Da kommt es zu einem Lustgefühl, es kommt zu einer Entspannungsorgie, möchte ich fast sagen. Und das Tier lässt das laufen. Also das ist das Richtige. Die Einladungen für die Schulen erfolgt meistens durch Mundpropaganda von einem Lehrer zum anderen, von einer Schule zur anderen. Im Herbst steht dann der Igel auf dem Lehrplan, und daher ist es wichtig, dass die Kinder, oder mir persönlich ist es sehr wichtig, dass auch die Kinder ein lebendes Objekt vor Augen haben. Frau Smetana, Sie haben hier ein Telefonbuch. Was ist denn das für ein Telefonbuch? Wer ruft denn da an? Haben Sie so viel Familie? Nein. Das sind ausschließlich, also Anrufe der Familie kommt da nicht hinein, ausschließlich Leute, die entweder einen Igel finden. Die Anrufe gehen heute halt meistens zu 99% beginnen die Anrufe so um 10 Uhr abends und bis Mitternacht oder auch noch länger, dass ein Tier plötzlich gefunden wird und jemand nicht weiß, was er damit jetzt anfangen soll, was er füttern soll. Dann kommen auch natürlich Leute, die mir Befunde durchgeben, oder wenn ich ihnen Unterlagen schicken soll, da habe ich dann die Adresse, die Telefonnummer. Es ist insofern aufwendig aus dem Grund, weil sie, abgesehen jetzt von Zeitaufwand, das geht praktisch Jahr für Jahr rund um die Uhr. Man kann überhaupt nicht sagen, irgendwann ist Pause, oder ich habe schon 30 Jahre keinen Urlaub gemacht. Aber der Aufwand finanziell geht vor allen Dingen durch die Fütterung auf. Und das nächste sind Medikamente. Ich verschicke sehr, sehr vielen Leuten Medikamente, die mir eigentlich nie was bezahlen dafür. Ich will es auch gar nicht. Sonst kriegen die Tiere das nicht. Tierschutz ist für mich, wenn man, da gab es mal einen wunderbaren Satz, ich glaube, der ist von Albert Schweitzer, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und das ist mein Leitspruch.